So, mal gucken. Lauf dir jetzt da weg. Och, komm schon. Hallo. Danke. Ja, ich weiß nicht, was. Ich glaube, die Wegfindung hört dann einfach auf zu funktionieren. Zumindest wirkt das hart so. Scheiß drauf, verlege ich noch einen. Wer braucht schon Soldaten? Will sie eh alle in der letzten Mission. Weil ich mit 6 starten muss. Obwohl die eh nicht alle überleben können. Hätten sie so ein bisschen Munition und Zeug in der Karte verteilt, hättest du das auch mit 2 starten können. Das hätte überhaupt keinen Unterschied. Das macht in der letzten Phase hier überhaupt keinen Unterschied. Boah, was ist auf eine Tür gekillt worden? Und manchmal setzt die Steuerung auch komplett aus, weil warum auch nicht? Und manchmal bleibt man einfach hängen. Und manchmal schießen die halt so gar nicht und dann schießen sie wieder random und dann schießen sie ultra präzise, weil. Aus dem scheiß Loch gekrochen. Und der Panzer hat sich, glaube ich, wieder selbst entsorgt. Nein, hat er nicht. Ich korrigiere, was ich gesagt habe. Er hat sich nicht selbst entsorgt. Ist aber auch nicht mehr wichtig. Good Moves Kill it. Ja, toll. Jetzt sehr schnell. Nein! Ich hab diese versteckte Landmine zu nach vorhin erschossen. Mal kurz was testen. Kann man dieses Loch verschließen? Nee, das habe ich glaube ich schon mal gemacht. Nee, nicht. Nein, sterb doch nicht. Ich brauch die doch lebend. Alter. Zum Glück können die einen danach nicht mehr killen. Ich könnte den Panzer noch auf einen abstellen, aber das ist mir dann auch egal. Ach, ein Recruit remaining. Ach, jetzt schießt du gar nicht zum Beginn, weil. Nein! Jetzt bin ich zu nah an das andere Geschütz gegangen. Also es ist möglich, nicht zu sterben, also Großteil zu verlieren, wenn die KI entscheidet, ich schieße jetzt einfach mal gar nicht. Okay. Das heißt, es ist
pures Glück. Man muss es einfach 2 Millionen Mal probieren. Ja, das ist natürlich sehr gut. So mag ich meine Spiele ja. Maximal zufällig. Nein, da ist noch mehr Geschütze! Einmal, wie viele Geschütze sind hier denn bitte schon noch? Okay, das ist ein Geschütz. Da drüben ist ein Geschütz. Also mindestens noch 2 Geschütze. Das Problem ist, ich kann meine Leute jetzt auch gerade überhaupt nicht aufteilen, weil... es ist halt einfach... guter Tank, ja, ich habe aber keinen. Steht hier irgendwo einer rum? Ja, ist egal, ich habe wieder nur noch einen. Ja, toll. Nee. Da steht doch einer rum. Man muss ihn halt nur finden. Also ich kann den nicht kaputt schießen mit dem Dings. Das, ja, geil. Ist halt nicht so offensichtlich. Dass es hier einen Panzer gibt, weil der steht möglicherweise etwas beschissen. Und mit möglicherweise beschissen meine ich, dass er da steht und er erstmal gar nicht hinkommt. Egal, ich muss nur die Buildings, glaube ich, zerstören. Sie nur alle finden. Und da die Buildings nicht weglaufen, sollte das nicht so schwer sein. Na, war doch ganz easy. Alter. Leck mich. Leck mich, ey. Man muss nur den ersten Angriff überleben, bis ganz oben links gehen. Dabei die 2 Geschütze, die da irgendwo unterwegs noch stehen, überleben und... den Panzer nehmen, die anderen Geschütze zerstören, damit die einen nicht töten können und zack! Mission erfolgreich abgeschlossen. Na, so einfach ist es. Alter. Schön, dass der auch da oben steht, so möglichst weit weg von einem. Ja, ich habe 14 Recruiting Remaining gehabt, das war jetzt mein letzter, das heißt, ich habe nur 14 Leute in Mission 10 verloren. Ja, easy. Tja. Easy. Ja, der alte Harry regelt. Harry regelt. Ist ein bisschen verrückt, behauptet, er wäre ein Zauberer, aber naja. Oh Gott. Ich kriege jetzt neue Rekruten, ne? Ja. Uff. Wie sind denn das? 4, 5, 9. Genug. Nein, nicht genug. Ja, easy. Mission 11, ja, ganz einfach. Komm. War doch easy. Weiß gar nicht, was da manche hatten. Na, wir sind wieder im Dschungel, ja. Ich glaube, es gibt nur Dschungel, Eis und Wüste. Destroy Enemy Buildings, Lord of the Flies? Oh Gott. Ja, komm, entweder es kommen Flugzeuge oder ich muss Helikopter oder ich muss Helikopter benutzen. Bin mir nicht sicher, was mir mehr Sorgen macht.
Nach unten rechts muss ich. Das andere sind nur so Bambushütten. Okay, das da, da wollen wir nicht rein, das tötet mich. Okay. Ich muss links rum, weil rechts rum komme ich nur in die Sackgasse. Landest hier komm. Nicht in das Zeug, da kann man versinken, wie ich schon mal gemerkt habe, irgendwann. Nein, das leuchtet nur rot, aber will nicht in mir explodieren. Ah, ich habe sie nicht gesehen. Ah, den habe ich auch nicht gesehen. Ja, sehr gut. Ich muss ganz nach links, ne? Ich sehe sehr gut. Geh mal ganz nach links. Schnauze da. Aber die Phase erscheint mir sehr viel machbarer als den Rest von dem Scheiß. Ich weiß zwar nicht, warum das Lord of Flies heißt. Ich habe jetzt. Kam nur ein Helikopter bisher. Aber Details. Wobei ich so ein bisschen auf Rekruten langsam achten sollte, glaube ich. Laden wir einfach immer. Ach Moment, das sind drei Phasen. Ich dachte eben, das wären nur zwei. Ich weiß auch nicht warum. So, zumindest glaube ich, dass das so ein Ding war, das einen frisst. Kommt er gar nicht. Okay, dann komm halt nicht. Das ist auch okay. Ach so, jetzt kommst du woanders. Nein, du kommst zu spät. Ach, ich habe jetzt keine Zeit zurückzugehen. So, jetzt habe ich wieder einen, der so zwei Dinger unter seinem Dreieck hat. Ich bin ja, glaube ich, nur einmal. Keine Ahnung, was das für ein Rang ist, aber ist mir auch egal. Nicht hoch genug. Doch noch höheren Rang. So mies da drin stehen, dass man sie kaum sieht. Arschgesichter. Da oben einer mit dem Raketenwerfer oder was ist das da? Ja, so wenn, dann kann er eh nicht auf mich schießen. Glaube jetzt mal nicht, dass die da raus. Dass noch ein Geschütz stehen. Gibt's Civilian Home? Das ist neu. The Big Chopper, oh Gott. Ich hab Angst. Ich weiß auch warum. Ich weiß auch spontan, warum ich Angst habe. Weil ich glaube, ich Angst haben sollte. Ah! Ah, sie können jetzt auf mich schießen. Ah, sehr gut. Oh, geil. Sie können jetzt auf mich schießen.
Ach, ich hab dich auch lieb, du dummes Dreckspiel. Ah. Hallo, hallo. Seid bitte mal wieder ein Team. Oh Gott, ich habe ganz schlimme Vorstellungen, was ich tun muss. Ah, das Geschütz hat mich gesehen. Und ich hänge am Bunker fest, ich hänge am Bunker fest, ich hänge am Bunker fest. Und der Heli hat auch gar keinen Sinn für Humor. Okay, da drüben ist ein Panzer. Die Frage ist, wie bekomme ich den Panzer? Will ich den Panzer überhaupt? Ich meine, es wirkt mir hart wie Verarsche. Nach dem Motto, guck mal, Panzer. Och nö, kommt halt sofort wieder. Der kommt auch immer schneller. Ich kann nicht mal was dagegen tun, weil ich weiß nicht, wie ich denn. Geht halt da weg. Ich weiß nicht mal, wie ich den. Ich kann ihn gar nicht bekämpfen. Jetzt müsste er erst mal landen. Aber er landet ja nicht. Okay, ich habe jetzt eh nur noch zwei left. Gehst mal da rüber. Dann hängen die ganze Zeit da drin. Ja, das macht die Tür nicht auf, wenn ich dagegen schieße. Ich dachte, das würde ihn auf. Nein. Oh, geil. Das heißt, ich habe jetzt einen Gegner, den ich gar nicht bekämpfen kann? Was? Ich habe jetzt eine gegnerische Einheit, die ich nicht bekämpfen kann. Ja, geil. Das klingt nach Spaß. Nein, 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 nein. Okay, es ist nicht, es ist nicht tief genug, dass ihr da versinkt und sterbt. Töte die doch einfach. Gut, versuchen wir es nochmal. Kann ich auch? Ne, dafür sind die Dinger zu weit entfernt. Wir gehen also wieder links. Der ist aber gelandet und ich verstehe nicht ganz, warum der da noch gelandet ist. Ne, der schwebt einfach nur da oben. Okay. Lassen wir ihn schweben. Gut, das ist eine andere Art von Schweben. Das ist die, bei der man zerfetzt wird, aber Details. Ich sehe dich da unten übrigens. Und dich sehe ich auch. Warum sollte man da hochgehen? Vielleicht liegt da noch Zeug, aber das brauche ich nicht. Zeug ist eher nicht so mein Problem. Also wenn nur noch einer lebt, ja, dann ist Zeug mein Problem, aber Feuer halt gar nicht.
kommen sie auch raus. Da oben kommen sie nicht raus.